So, Thorsten. Thorsten Schiefer. Das war jetzt dein letztes Turnier. Vor Main Event. Bei was bist du raus? Wie bist du raus? Was war das? Ja, war eigentlich relativ Standardspot. Also ich bin mit 35. Welches Turnier war das nochmal? 10K Six Max, okay. Championship. Ich war 22 left. Genau, hatte 35 BB am Anfang, ein Orbit durchgefoldet, dann Open Ben, der eine relativ loose Range hat, Shorty overjammed mit 20 BB, sollte also auch loser sein, ich overjam Ace Queen und hinter uns overjammt dann noch der Big Stack, Joe Ebanks und ja, wenn man Joe kennt, weiß man, dass es kein gutes Zeichen ist. Und er hatte auch Kings, der Shorty hatte auch Ace-Queen, kommt kein Ace und wir sind beide gebastelt. Eine gute Hand im schlechtesten aller Spots, oder? Könnte schlechter sein. Wenn aber ist egal, wenn man ausscheidet. Genau. Wenn du jetzt ein Resümee ziehst, jetzt sind die vergangenen 5 Wochen, was jetzt? Bis jetzt sind es seit 5 Wochen. Genau. Zufrieden, das 3 oder 4 Caches? Ich bin mit meinem Spiel sehr zufrieden, von den Caches her, also was gut war, ich habe zumindest in den hohen Buy-in-Turnieren gecached immer und die kleinen gedodged, ist besser als andersrum, aber ja, es könnte immer besser sein. Also ich meine, immer wenn man einen Deep Run hat in so einem Turnier, wünscht man sich natürlich schon ein bisschen weiterzukommen, aber... Wie viel Hoffnung hat man da eigentlich, wenn man so 22. ist, denkt man dann, okay, Finaltisch... Wäre schön. Geht man damit Hoffnung rein oder spielst du einfach nur so vor dich hin und schauen, was passiert? Hoffnung natürlich, aber man hat genug Turniere gespielt, dass man weiß, wie schnell es gehen kann, gerade bei den Stacks. Also letztendlich ist es dann oft ein Geflippe und wenn man die Flips gewinnt, kommt man weit und wenn man sie verliert, steht man hier draußen und macht Interviews. Ja, macht doch auch Spaß, oder? Ja, Nein. Ich würde lieber weiterspielen, aber passt schon. Denke ich mir. Also in Summe zufrieden eigentlich? Ja, in Summe ganz okay, zufrieden. Was machst du jetzt noch den restlichen Tag? Ist doch noch eine Woche bis zum Main Event? Ja, jetzt wahrscheinlich erst ein paar Tage feiern gehen, dann fliege ich noch für 5 Tage nach L.A., um ein bisschen zu entspannen und dann kommt das Main Event und wahrscheinlich noch Bellagio Cup oder Venetian Main Event. Welchen Tag steigst du denn ein beim Main Event? 1C, weil ich 1C. Halt bis 1C in L.A. noch bin. Kann man sich irgendwie vorbereiten auf ein Main Event oder auch nur ein Turnier wie jedes andere? Es ist ein Turnier nicht wie jedes andere, weil es halt das Größte ist mit einem hohen Buy-in und einer unheimlich großen Teilnehmerzahl, das auch noch ein recht weakes Feld hat für das Buy-in. Aber eine spezielle Turniervorbereitung gibt es da eigentlich nicht. Also man sollte halbwegs entspannt sein, weil es halt sehr, sehr lange Tage werden und eine Menge Tage an einem Stück. Aber ansonsten ist es wie jedes andere Turnier. Okay, dann danke ich dir. Viel Spaß beim Ausruhen. Dankeschön. Wir Österreicher sagen ja Ausrasten. Das finden die Deutschen immer so lustig. Viel Spaß beim Ausrasten. Ja. Werde ich haben. Okay, danke dir. Danke. Ciao.